Herzlich willkommen zurück zu Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung. Im letzten Part haben wir Garnod freigeschaltet. In dem Part werden wir ihn ausprobieren. Fluchknochenfragment, alles klar. Sieht auf jeden Fall ziemlich interessant aus. Mal schauen, ob sich der Dude lohnt. Wir werden es ja gleich sehen. Wir haben noch einige Nebenmissionen für den Dude offen. Wir haben noch ein paar richtig krasse Missionen, habe ich vorhin gesehen, wo wir Stufe 76 für jeden, also für einen von vier Charakter brauchen, oder besser gesagt für alle vier, die wir dann einsetzen. Aber alles mit seiner Zeit. Das LP geht dem Ende zu. Ich würde schätzen noch zwei, drei Parts. Und dann haben wir alles. Wir haben ja schon viele Gebiete abgeschlossen zu 100%. Unter anderem auch das innere Hyrule. Mal schauen, wie viele Missionen wir jetzt noch vor uns haben. Nachher sind es so 200 Missionen oder so. Ich hoffe nicht. Ich bin auch ganz ehrlich zu. Besiege 300 Gegner. Okay, krass. Ich habe 10 Gegner besiegt. Und hab schon eine maximale Leiste. Alles klar. Was geht hier ab? Und warum können wir den schwarzen Moblin nicht besiegen? I don't know. Es ist gerade so verwirrend. Ich habe echt keinen Plan. Was passiert hier? Es sind, by the way, nur schwarze Gegner. Oh mein Gott! Wunderbar. Zack. Und nochmal. Ich meine, warum nicht? Scheint ja zu funktionieren. Und Schaden haben wir auch keinen bekommen. Also nicht wirklich. Wir haben die 300 Gegner fast. Wir haben sie schon. Aber das war noch nicht alles. Silberne Moblins kommen jetzt. Das könnte schon eine härtere Herausforderung werden. Was habt ihr vor? Stasis? Perfekt. Oh mein Gott. Da kann man auch ausweichen. Oh mein Gott, das ist ja viel einfacher. Und spart viel mehr Zeit. Aber wir machen so wenig Schaden. Warum machen wir so wenig Schaden? Oh mein Gott, es ist so schlecht. Erstmal ein bisschen mit Stasis reinflexen. Und dann sollte der down sein. Tatsächlich. Was bringt eigentlich ZR? Ah ja.
Ah, da holen wir die Schwächeanzeige instant runter. Und machen mehr Schaden. LOL. Okay, der Vernichtungsherz, Alter. Übertreib jetzt mal nicht. Der Charakter sieht heftig aus, aber ich fühle ihn nicht. Gebe ich ganz ehrlich zu. Ist vielleicht so ein grober Teaser, was uns in BOTW 2 erwarten wird. Hier, Vernichtungsherz. Ein gefährliches Zahnrad voller Zorn. Man kann fast eine leise, gequälte Stimme aus ihm hören. Die Hyrule verflucht. Ist das vielleicht sogar eine Anspielung an den Trailer von BOTW 2? Da hatten wir auch so eine Fluchstimme am Anfang, dass wir da jetzt praktisch so ein Fluchherz haben. I don't know. Würde ich auf jeden Fall feiern. Gebe ich ganz ehrlich zu. Oh, komm, lad doch schneller. Danke. Gut, was fehlt uns denn noch? Hier fehlt uns auch noch was. Ah, die kleinen Reaktorkerne. Und hier oben haben wir Hinox-Herzen. Okay. Dann werden wir wohl... Warte mal, haben wir hier echt ein Zeitlimit? Oh. Und hier haben wir immer noch nicht alles. Ganz geil. Haben wir auch ein Zeitlimit? Ja, leider. Das ist doch dämlich, dass wir da ein Zeitlimit haben. Gebe ich ganz ehrlich zu. Warte mal, hier ist 76. Ist das hier 74? 77. Ja, warte mal. Dann holen wir hier unsere Geheimwaffe raus. Wenn wir hier schon Zeitlimit haben, weil jetzt kommen die richtig heftigen Missionen. Also ich vermute auf jeden Fall, dass jetzt die richtig heftigen Missionen kommen. Mit Zeitlimit, keine Ahnung was und x-tausend Gegner, die so ziemlich unbesiegbar sind. Und nebenbei wird noch deine Schwester und deine Mutter gegeißelt. Und du musst psychisch noch voll dabei sein. Ja, so Missionen sind es. Fühl ich. Oh Mann. Wären die Ladebildschirme nicht immer. Haben wir 375 Missionen? Kann das sein? Dann haben wir immer noch 8 vor uns. Uff. Big Uff. Ja, von mir aus. Im Herzen der Verheerung. Wir starten mit Ganons Windfluch. Wunderbar. Nein! Wir haben 24 Minuten. Wenn wir in dem Tempo weitermachen, schaffen wir das locker. Perfekt. Also Link ist ja eh unsere Geheimwaffe. Neben Impa. Wunderbar. Okay. Sieht gut aus. Der Windfluch ist nicht ohne. Ich finde, es ist der schwerste Fluch. Come on. Da ist er down. Nächste. Der Feuerfluch. Alles klar. Schade.
Aber jetzt haben wir ihn. Oh, er will Bomben. Kann er haben. Oh, der ist viel schneller down. Ah, da hat er uns getroffen. Aber wir haben keinen Schaden genommen. Das ist halt geil. Und solange wir unseren Schwertlaser haben, können wir noch ordentlich Schaden austeilen. Und das war's mit unserem Schwertlaser. Ich glaube, wir machen jetzt weniger Schaden, kann es sein? Tatsächlich. Oder? Ja, come on. Zweiter Trottel down. Fehlen noch zwei. Wo sind die anderen zwei? Der Wasserfluch. Perfekt. Wunderbar. Ja, den haben wir auch schnell. Wunderbar. Sogar noch schneller als die anderen. So wie es aussieht. Er trifft uns halt nicht mal. Es ist so traurig. Perfekt. Können wir jetzt schön ausnutzen. Ja, come on. Wunderbar. In 5 Minuten 3 von 6 Gegner ist eigentlich gut, aber Garnon dauert halt ewig. So. Oh Gott. Wunderbar. Den stoppen wir gerade mal da, wo er angreift. Perfekt. Schade. Und da haben wir den ersten Schwertangriff. Oh, die Flüche gehen so lang. Die sind so langwierig. So, hier können wir unsere Special einsetzen. Oh mein Gott. War's das? Ja, der andere ist auch down. Also wenn der Hauptfluch down ist, dann ist der andere Trottel auch down. Besessenheit Garnon. Die ist cool. Die ist einfach, die gefällt mir. Komm her. Stasis. Nochmal Stasis. Oh mein Gott. Wir müssen hier viel mit Stasis arbeiten. Ob wir wollen oder nicht.
Und am liebsten würde ich jetzt gerade nochmal Stasis einsetzen. Und nochmal Stasis. Come on. Wunderbar. Es könnte kaum besser laufen. Schön ausgewichen. Jo. Ah ja. Okay. Dann halt. Nur 2 Minuten. Fühle ich. So, jetzt kommt der größte Ranz. Ah! Wunderbar. Oh, schönes Timing. Wunderschönes Timing. Es hat was von einem Tanz, was wir hier abziehen. Okay, warte mal. Schön gekontert. Schön. Oh Gott. Nochmal kontern. Was? Du bist der Endgegner? Ja moin. Aber wir machen so wenig Schaden, es ist nicht mehr feierbar. Wir müssen uns jetzt auch mal heilen. Oh Gott. Wieso geht es? Das geht nicht? Okay, das ist krass. Ich habe immer gedacht, wir können uns heilen, aber dann wird es ja richtig spannend hier. Weil die Verheerung ist echt nicht easy. Oh mein Gott. Wie kann ein Gegner so mühsam sein? Wir haben jetzt die Hälfte. Bisschen mehr. Wunderbar. Okay. Ah, es ist so langwierig. Der Kampf geht jetzt ohne Witz 3 Minuten gegen einen Gegner. Es ist nur noch Einbrechen. Es ist nur noch sinnloses Einbrechen. Das hasse ich. Wenn es nicht mal mehr was mit Taktik zu tun hat. Okay. Sondern nur noch mit draufhauen.
Wo ist er denn jetzt? Komm mal runter. Alles klar, komm. Er eskaliert komplett. Schön. That's it. Alter, was eine langwierige Mission. Uff. Fühle ich überhaupt nicht. Und man bekommt halt nur Schmutzwaffen. Es ist so traurig. Was sind das hier für Waffen? Warum habe ich sowas überhaupt noch? Aber immerhin bekommen wir einen Haufen Asche, ein paar kleine Reaktoren. Also ich weiß nicht, ob wir uns davon was kaufen können. Kein Plan. Mal schauen. Die Frage ist, starten wir jetzt noch eine andere Mission oder sage ich jetzt von mir aus, yo, das ist mir zu lang, lass lieber 70 Parts draus machen. Oh, wir müssen gucken, wir müssen gucken. Mal schauen. Auf der Suche nach antiker Macht. Wir können immerhin eine Mission abschließen. Die Verheerung Ganon verlangt es nach der Macht alter Technologie. Doch sollte sie bekommen. Na komm, nimm. Perfekt. Und damit wäre Akala auch fertig. Wir bekommen 50 Opale. Okay. Und zudem eine neue Hose. Wunderbar! Eine Ninja-Hose. Damit hätten wir das Ninja-Kostüm, by the way, auch voll. Damit hätten wir Akala, Eldin, Ranel fehlt uns noch. Eine Kluder haben wir schon. Phyrone fehlt uns noch eine Mission. Auch von Ganon. Geruda, inneres Gerudo haben wir. Inneres Hyrule haben wir. Dann fehlt uns noch eine Mission in Hebra und eine in. Ne? Da halt. Ja. Komm, wir leveln noch ein bisschen. Ich wüsste auch nicht, was ich sonst machen sollte. Level 75 wird verlangt. Das heißt... Nee, warte mal. Wir sind hier komplett falsch. Wir gehen auf den Manöverplatz. Und erhöhen Impass-Level um 1. Zelda können wir so schon ausprobieren. Zelda ist ganz solide. Aber ich hätte gern... Urbosa dabei. Und die hätte ich gern auf Level 80. Einfach so als Absicherung. Gut. Was fehlt uns da noch? Ah, die Hinox-Kacke. Ah. Kämpfen wir nochmal gegen Hinox oder sind es zu Low-Level-Gegner? Wirbel des Zorns. Da haben wir nochmal einen Hinox. Soll ich das noch machen? Komm, wir machen nochmal den Wirbel des Zorns, weil das ist so eine Einzelmission. Und dann haben wir im nächsten Part zwei Doppelmissionen. Ich glaube, dann kriegen wir das ganz gut hin. Aber wir brauchen hier noch die Eisschweife. Die darf ich nicht vergessen, die muss ich offscreen holen. Ich glaube, bekommen wir zudem die Schattenrüstung, die komplette. Wuhu! Ja. Ja, komm jetzt. Ja, versuchen wir noch was abzugraden. Ganz ehrlich. Es lohnt sich halt aktuell nicht... ...noch was zu machen. Wir können hier übrigens... Ich glaube, das habe ich noch gar nicht im LP gezeigt. Die Waffenstufe aufs Maximale erhöhen. Also das Maximum erhöhen. Und dann würde ich gerne noch ein bisschen das Master Sword leveln. Und zwar mit ganz, ganz krassen Waffen. Was haben wir denn sonst noch so hier? Zack. Zack. Und dann haben wir eine Stärke von 110 plus 15, 125. Hm.
So, hier nochmal ein Königsschwert mit 71. Geht das überhaupt noch, wenn ich noch irgendwas dazu mache? Gut, dann machen wir den nochmal weg. 71 ist schon eine solide Waffe. Wunderbar. Dann haben wir hier noch was. Ich würde mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn ich habe, lasst noch rum da. Wenn nicht, blass mit Schuh. Im nächsten Part machen wir dann noch zwei Missionen, dann vielleicht noch eine. Mal schauen. Ich guck mal, wie wir es machen. Tschüss und bis bald.